Oh mein Gott. Digga, was? Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Place. Sollte nicht wundern, dass die Location etwas anders aussieht. Ich bin nämlich bei Snacks zu Hause. Bei mir nämlich, ja. Ganz genau, bei Kollegen Snacks. Das ist eine brandaktuelle Neuigkeit. Und zwar kann man jetzt COD-Punkte kaufen und sich damit ein paar locker flockige Inhalte freischalten. Weil ich ein typischer Marcel bin und meine eigenen Accountdaten nicht weiß, hat Kollege Snacks Glück gehabt, dass ich YouTuber bin, denn ich habe jetzt 50 Euro auf seinen Account geladen, um euch ein paar Sachen zeigen zu können. Habe ich dir quasi in Real Life donated. Also ihr seht schon, ich bin hier anderes Setup und so, aber ich denke mal, das wird trotzdem einigermaßen gut aussehen. Wir haben es eigentlich ganz gut hingekriegt. Und zwar, wenn wir jetzt hier auf den Schwarzmarkt gehen, seht ihr schon, es sind jetzt hier drei verschiedene Kategorien. Halloween gibt es ja schon seit einiger Zeit. Da bist du sogar schon auf Level 14 und hier bist du auch Level 14 und hier auch. Und jetzt kann man hier mal ein bisschen schauen, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, okay, ich habe richtig Bock, warum auch immer, dass ich mir hier die rote Orchidee kaufe. Dann kann ich das freischalten. Achso, im Übrigen das allererste natürlich, was wir machen, ist erstmal COD-Punkte aufladen. Ein Klassiker, Freunde. Ein Klassiker. Ich weiß noch damals die BO3-Zeiten, wo die AN94 kam. Das war einfach der krasseste Livestream meines gesamten Lebens, Leute. Das war wirklich nicht mehr normal. Leute, im Übrigen, das ist ganz wichtig, bevor wir euch jetzt ein paar Inhalte zeigen. Kollege Snacks hat jetzt genau heute seinen neuen YouTube-Kanal gestartet. Und es wäre natürlich cool, wenn er von der Scorpion Army ein bisschen Starthilfe bekommt. Da kommen auch, ja, wie oft lädst du die Woche hoch? Also dreimal bestimmt. Drei COD-Videos. Er macht Only Black Ops 4. Die Woche, Leute, kommt dort auf jeden Fall vorbei, weil er hat jetzt gesagt, ganz ehrlich, der alte Kanal lief nicht mehr so. Deswegen hat er sich jetzt diesen mutigen Schritt gewagt, einen neuen aufzumachen. Und da wäre es natürlich cool, wenn wir ihn zusammen unterstützen würden, Freunde. Und mein Abo da, das tut ja nicht weh. So, Freunde, also, wir sind jetzt hier unterwegs und es gibt hier auch Spezialbefehle. Das sind aber auch die beiden, die es schon gab, oder ich weiß nicht, Digga. Das heißt, wir kaufen jetzt für 800 COD-Punkte diesen gesamten Befehl anscheinend. Gucken wir mal, was da jetzt passiert. Warte mal, man muss erstmal den Befehl kaufen und dann auch noch die Stufen, oder was? Warte mal. Das checke ich jetzt gerade nicht. Das wäre ein bisschen wack, finde ich. Ja, das wäre. Oder muss man jetzt. Oder man kauft sich diesen Befehl, um ihn dann zu leveln später? Der müsste ja jetzt eigentlich. Ja, achso, weil der ist aktiv. Warte, vielleicht muss ich den anderen. Der steht aber auch aktiv. So, warte, wenn ich jetzt zu dem gehe und den für 500 nochmal kaufe und aktiviere. Selten Spezialbefehl verborgen, wurde gekauft und aktiviert und ersetzt. Legendär Spezialbefehl. Ah, okay, das ersetzt dann quasi hier. Das heißt, jetzt ist verborgen aktiviert. Und jetzt ist, ah, guck mal, jetzt ist Bombero aktiviert. Okay. Ah, das heißt, du kannst hier quasi einen Spezialbefehl hinsetzen, den du dann leveln kannst. Okay. Aber hier geht's erst ab dieser Stufe anscheinend. Ja, wahrscheinlich irgendwie los. Ab der, wo man noch nicht ist. Ah, ja, stimmt, genau, ab hier. Ah, okay, cool. Das heißt, wir können jetzt mal schauen, was hier bei Bombero alles so am Start ist. Sind ein paar, ja, keine Ahnung, ich bin mit Skins ja noch gar nicht so richtig am Start hier. Das sieht ganz cool aus eigentlich. Es soll ja diesmal viel kosmetisch sein. Mhm. Das heißt, es wird jetzt diesmal wahrscheinlich nicht so sein, dass es extrem Waffenvariationen und so weiter gibt. Aber es gibt hier nur ein paar Level. Das heißt, wir könnten zum Beispiel jetzt mal bis hier die Stufen kaufen für 1000 Punkte. Machen wir einfach mal. Ich glaube, jetzt kriegen wir alle. Genau, guck mal, jetzt haben wir alles bekommen. Ja, okay, Digga. Okay, wenigstens das. Ja, das ist okay. Das heißt, ja, haben wir jetzt auch für die andere alles bekommen? Ja, für Halloween halt. Genau. Also ich glaube, es gibt immer. Das Ereignis kannst du nicht austauschen wahrscheinlich, weil eben Halloween ist in Real Life sozusagen. Du kannst wahrscheinlich immer den Spezialbefehl austauschen und der obere Befehl ist wahrscheinlich immer bei jedem standardmäßig drin. Nee, aber wir haben noch was anderes als Bombero. Ja genau, das können wir als nächstes gucken, aber ich glaube Bombero haben wir jetzt durch. Das heißt, genau, abgeschlossen steht da auch, siehst du? Ah, okay, das heißt, jetzt können wir uns hier alles mal anschauen, was wir da bekommen haben. Okay, das heißt, das ist ein Firebreak-Outfit. Ich habe noch nie geguckt, wie man die. Sieht aber stabil aus eigentlich. Ich habe noch nie geguckt, wie man die tatsächlich anprobiert. Generell bin ich halt auch nicht so der Freund von, dass man Sachen überhaupt kaufen muss. Finde ich immer. Ich finde es eigentlich schon immer blöd so. Ich mache es halt, weil ich YouTuber bin und es euch zeigen möchte. Ob ich es wirklich jetzt im Privatleben machen würde, bin ich ganz ehrlich, wahrscheinlich eher nicht. Aber solange es kein Pay-to-Win ist, ist es ja in Ordnung, weißt du? Ja, es ist immerhin kosmetisch, ne? Das ist schon. Hast schon recht. So, jetzt können wir jetzt mal den Outfit hier und jetzt ist hier wahrscheinlich der, den wir gerade bekommen haben, irgendwo drin. Ah, ja, die hatten ja diese Masken auf, ne? Ja. Das waren die. Ja, ja. Okay, das ist schon mal, das ist schon gar nicht schlecht. Halloween-Maske. Ah, ja, das genau. Okay, das heißt, und jetzt können wir beispielsweise. Ah, nee, warte, Tod ist ja das. Wir müssen ja hier auf Tod. Ah, das ist neu. Guck mal, das ist das ganze Outfit. Mann. Oh, das ist geil, Digga. Okay, das haben die cool gemacht, finde ich. Ja. Das haben die auf jeden Fall nicht schlecht gemacht. Okay, gucken wir mal, was es noch so gibt hier auf dem Schwarzen. Wir haben ja nicht nur das freigeschaltet, sondern wir haben auch hier was freigeschaltet.
Und zwar ab 15, glaube ich. Das heißt, wir haben jetzt hier den Geistsprecher freigeschaltet. Okay, das ist nice, Digga. Dann haben wir... Okay, das ist wahrscheinlich jetzt hier eine... warte, können wir uns mal anschauen. Das ist hier der. Stimmt. Nice. Dann haben wir den Solar. Der Typ hat ein bisschen zu viel gelbe Farbe abbekommen. Dann haben wir... Das kann man wahrscheinlich alles an die Wand sprühen hier, ne? Das werden wahrscheinlich Sprays sozusagen sein. Dann haben wir den noch hier, den Anden. Und hier unten bei Halloween gibt es ja immer so ein paar Sachen hier. Okay, den habe ich schon, hat Anton schon mal gemacht, Digga. Guck mal, wieder so diese Fledermäuse und so aufsteigen da. Ja. Ne, warte, das sind gar keine Fledermäuse. Hey, warte, was ist das da unten, Digga? What the fuck? Digga, ich habe ein bisschen Angst vor diesem Wesen da unten. Okay, alles klar, da muss ich los. Er beschwört irgendwas. Na, so, jetzt können wir verborgen, glaube ich, genau, jetzt können wir verborgen aktivieren. Sind jetzt wieder bei der Schmuggelware und jetzt haben wir hier verborgen. Okay, das heißt, es gibt dann immer irgendwie 5 Stufen wahrscheinlich. Guck mal jetzt, ach so, es ist egal, wenn du jetzt 10 Stufen zum Beispiel freispielst, dann ist verborgen zum Beispiel, wird dann auch direkt gelevelt. Genau, richtig. Also du kannst quasi immer 1 aktivieren, das kannst du halt entweder freikaufen oder leveln. So, wir können jetzt mal bis hier nochmal alles kaufen. War das jetzt, genau, jetzt haben wir glaube ich die alle gekauft, ganz oh, genau. Digga, das ist stabil, Digga. Dieses hier? Nein, das ist da links. Oh, sieht aber auch nice aus, Digga. Das ist ein Emblem? Das hier? Das linke, ganz links. Das hier? Ja, Mann. Das ist ein Serif Tag. Also Tag ist, glaube ich, ist Tag was zum Sprühen? Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ich auch nicht. Okay, dann habe ich hier noch den... Ich habe zum Beispiel auf meinem Account noch gar keinen einzigen, Digga. Also ich habe bei mir noch gar keinen einzigen freigeschaltet. Keinen Skin. Ich habe noch nie einen Skin gehabt. Habe ich auf jeden Fall auch mal Bock drauf, das zu machen. Ja, hier haben wir den... Okay, das ist sozusagen der, um den Skin. Der ist aber auch schon geil, ja, Digga. Schwarz-Rot feiere ich übel. Ja, ich auch, Digga. Okay, ich glaube, die haben wir jetzt alle, genau, jetzt haben wir hier beides, guck mal, da kannst du hier am Ende sehen, wie viele du abgeschlossen hast, eigentlich ist es geil, ja. Haben sie sich auf jeden Fall was bei gedacht, vor allem, weil man es eben nicht freikaufen muss, sondern man kann es halt auch ganz normal frei leveln, also soweit ich, das müsste so sein, weil der Pass levelt sich ja sowieso, du hast ja auch nichts freigekauft. Das Einzige, was du kaufen musst, ist der Befehl. Stimmt, den stimmt. Musst du ja kaufen, entweder für 800 Codpoints oder für 500 Codpoints. Das ist dann so wie Mini-Battle-Pässe bei Fortnite. Ja, so. Genau. Und das ist dann nicht für die ganze Season, aber 800 COD-Points sind, glaube ich, wie viel sind denn das? 8 Euro. Ja, das schneide ich raus. Okay, so, dann haben wir hier Wüstentat. Okay, jetzt das Ding ist jetzt... Boah, hier kommen noch ein paar nice. Der ist schon heftig. Das Ding ist, jetzt können wir so weit nach hinten gehen, Digga, bis wir jetzt bei 2200 Punkten sind. Weil wir müssen ja jetzt den Rest freikaufen, sonst haben wir nichts zu tun. Ah, das sind 2900, das heißt, wir können 22 Stufen kaufen. Okay, das heißt noch 2 und zack. Okay, jetzt sind wir wieder auf 0 COD-Points, aber jetzt haben wir noch einige Stufen, die wir uns anschauen können. Und zwar 22. Gucken wir mal, ob da ein paar nice Sachen dabei sind, weil in den Kisten sind ja immer... Boah, okay, jetzt bin ich gespannt. Aber normalerweise, ich glaube, es werden auch diese Kryptos wiederkommen. Ja, also auf jeden Fall, da oben, Leute, ist ja der Blackjack-Shop. Vielleicht seht ihr das. Ah, Digga, mir fällt gerade die ganze Zeit auf. Die Facecam ist hier ein bisschen vor diesen Sachen. Ich glaube, ich mache das mal ein bisschen. Oder warte, wir schieben uns einfach mal für dieses Video hier unten hin. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen besser. Ja. Okay. Ja, genau. Also jetzt können wir uns rechts immer alles anschauen. Digga, was? Oh mein Gott. Digga, was? Digga. Ey, die Waffe, guck mal das Ding da vorne an, Alter. Digga, was? Die sieht ja mies aus. Oh mein Gott, die ändert sogar die Bruder, ich freue mich gerade, dass du hier 50 Euro rausgehauen hast auf dem Freien, Digga. Digga, ist das für alle Waffen? Warte mal, nee, das ist schwarzer Ritter, das Digga. Das ist eine Tarnung, Bruder. Warte mal. Das heißt, ist die jetzt hier? Nee, das hast du selber gemacht, ne? Da, nee, nee. Ah, warte mal, wo könnten die sein? Gib mal R1. Hey, holy shit. Digga, warte mal, jetzt muss ich das selber mal checken. Wo wird das jetzt aktiviert? Da oben? Nein. Oder vielleicht musst du es im Shop nochmal aktivieren extra. Habe ich aber eigentlich schon geguckt. Warte mal, wir müssen da jetzt mal hingehen. Alter, das ist ja... Okay, Digga, das ist wirklich krass. Vorschau ein... Ach so, du musst... Ah, du musst diese reaktive Tarnung Aufgaben machen. Ja, normal, Digga. Ich weiß, was das ist. Aber wie geht das nochmal? Ich glaube, du musst alle Medaillen in einem Match machen. Dann kriegst du so eine Reactive Camo. Ja, okay. Alle. Also du musst, es gibt ja zum Beispiel Anti-Score-Streaks, dann Score-Streaks, Capture und so weiter und so fort. Okay. Also es gibt, glaube ich, irgendwie 8 Medaillentypen. Ah, okay. Und die musst du alle in einem Match machen. Also du musst eine Medaille aus jedem Typen, oder? Genau. Ah, okay. Ja, Leute, falls ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare, wie das funktioniert. Das würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Okay, Digga, das ist schon mal, also... Digga, das ist echt Bro, eine miese Tarn. Das ist Black zu Ops 4 krass, Emblem, Digga. Okay. Digga, mach mal ein bisschen nach rechts. Ja. Der sieht ein bisschen aus wie du, Digga. Digga, halt die Fresse, Digga. Der sieht ein bisschen aus wie du, Digga. Okay, wir gucken mal weiter. Diesen Bart habe ich ja ungefähr, Digga. Sieht, und die Haare auch ungefähr. Ja, ungefähr, Digga. So, gucken wir mal weiter.
Okay, dann haben wir hier nochmal Peter Wright am Start. Nee, Spaß. Aber auch gut geschminkt. Okay. Ja, ich glaube jetzt an sich. Digga, also die da Waffe. Halt nur Skins, aber ansonsten diese Digga, es hat sich wirklich schon allein für diese Titan-Tarnung. Also Leute, müssen wir nochmal abchecken. Allein dafür hat sich das schon komplett gelohnt. Digga, also das ist ja. Also dieses Zeichen muss man sich freispielen, Digga. Dann hat man es geschafft. Das ist ja wirklich nice. Ich will unbedingt wissen, Digga, was ist das hier? Reservegarantie? Wahrscheinlich kann man dann auch irgendwie. Wahrscheinlich kann man wieder umtauschen. Ja, genau. Boah, Digga, also hier kann man. Das waren auf jeden Fall auch zwei auf einmal, Digga. Mhm. Die Sandsturm und die hier. Okay, Leute, ich würde sagen, das war jetzt ein relativ kurz, locker, flockiges Video, aber um euch einfach mal zu zeigen, was es Neues gibt in Black Ops 4, Freunde, checkt es auf jeden Fall sehr gerne mal ab, genauso wie seinen Kanal. Ich hoffe, dass mit der Aufnahme hat jetzt einigermaßen geklappt, dass man uns hört, dass das alles funktioniert. Wie gesagt, falls es nicht ganz perfekt ist, tut es uns leid. Wir haben auf jeden Fall das Beste gegeben, das hier zu setupen. Dann würde ich sagen, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.